Vielen Dank, Frau Präsidentin. Sehr geehrte Kolleginnen der demokratischen Fraktionen, knapp jeder vierte der befragten jungen Menschen ist psychisch auffällig. 23% empfinden ihre Lebensqualität als gemindert und 7 von 10 sind bis heute ziemlich oder äußerst belastet. Das ist ein niederschmetternder Bericht. Aber das vielleicht Schlimmste ist, er enthält eigentlich auch nichts eklatant Neues. Die Situation ist einfach nur noch schlimmer als vorher. Und deshalb sind die Äußerungen der AfD-Fraktion in dieser Debatte aber auch mal wieder so fürchterlich. Sie instrumentalisieren Kinder und Jugendliche für ihren Versuch, das Vertrauen in Politik zu zerstören. Ihre demokratieschädigen Narrative und ihre Verschwörungstheorien. Schämen Sie sich! Sehr geehrte Frau Ministerin Paus, Sie haben uns eben von Ihren starken Projekten für die seelische Gesundheit erzählt. Das Jugendstärkungsgesetz, Aufstockung der frühen Hilfen, Mental Health Coaches, Kita-Qualitätsgesetz, das Zukunftspaket und natürlich die Gründung des Bündnisses für die junge Generation. Das sind große, wichtige Schritte. Sie sind Ausdruck des Paradigmenwechsels unter Lisa Paus im Familienministerium. Jugendpolitik wird endlich zu einem eigenständigen, relevanten und emanzipatorischen Politikfeld. Kinder und Jugendliche haben nämlich eigentlich nur eine sehr kleine Lobby. Und dadurch, dass sie keine WählerInnen sind, spielen ihre Forderungen für die Gegenwart und ihre Zukunft oft eine viel zu kleine Rolle. Dabei haben sie als GrundrechtsträgerInnen, als schutzbedürftige Gruppe und ja, als Teil der Bevölkerung ebenso einen Anspruch darauf, dass wir die Politik, ihre Bedürfnisse und Belange in den Mittelpunkt der Debatte bringen. Sehr geehrte KollegInnen, ich möchte mit Ihnen aufgrund der Erkenntnisse der interministeriellen Arbeitsgruppe deswegen auch noch einen Blick auf das Bigger Picture wagen. Die gestiegene hohe Belastung junger Menschen ist nämlich sehr stark abhängig davon, das haben wir heute schon sehr oft gehört, ob sie in einem wohlhabenden oder in einem armen Haushalt aufgewachsen sind. Die Corona-Pandemie hat nicht alle gleich getroffen. Auch hier bei den Jüngsten und Schutzbedürftigsten wirkte die Pandemie wie ein Brennglas. Sie hat die insgesamt ungerechte Lebenssituation noch einmal verschlimmert. Wer arm ist, wurde zurückgeworfen auf die prekären Lebensbedingungen, die schon vorher da waren. Denn die jungen Eltern, die waren schon vorher am Rand ihrer Kräfte zwischen Lohn- und Care-Arbeit. Die Wohnung war schon vorher eigentlich zu klein für die vierköpfige Familie. Und die Ressourcen für Unterstützung, für die Schule, gesundes Essen und echte Teilhabe, die waren schon vorher gering. Und deswegen ist die richtige Antwort auf die Frage, was die Schlussfolgerung aus diesen Erkenntnissen des Monitorings sein kann, dass wir strukturell etwas ändern müssen, Geld in die Hand nehmen müssen und erstens die Kindergrundsicherung armutsfest auf den Weg bringen müssen und zweitens endlich Kinderrechte ins Grundgesetz schreiben. Es ist an der Zeit. Vielen Dank. Nächste Rednerin für die SPD-Fraktion, Dagmar.